Die Simulation bildet ein gesamtes System ab und macht Zusammenhänge erlebbar. Die Teilnehmer lernen, welche Rolle sie im System haben und wie sie andere Bereiche beeinflussen können. Die Teilnehmer hören nicht einfach nur passiv zu, sondern sie fällen Entscheidungen. Und sie sind direkt mit den Konsequenzen dieser Entscheidungen konfrontiert. Wir simulieren verschiedene Geschäftsjahre und jedes Geschäftsjahr wird anhand von spezifischen Kennzahlen analysiert und reflektiert. Zwischendurch gibt es Theorie-Inputs von den Trainern und die Teilnehmer können versuchen, diese Theorie-Inputs direkt in der Simulation anzuwenden und auszuprobieren. Dank der Simulation wird das Gelernte direkt mit Erfahrungen verknüpft. Und erfahrungsbasiertes Lernen ist erwiesenermaßen die beste Form des Lernens. Und ganz nebenbei begreifen die Teilnehmer finanzwirtschaftliche Kennzahlen, die für das Top-Management relevant sind, zum Beispiel den EBIT, den ROI oder den ROCE. Wenn die Teilnehmer die Zusammenhänge erst einmal begriffen haben, ist es für sie praktisch unmöglich, die Zusammenhänge nicht mehr zu sehen. Und sie verstehen, wie sie zum Erfolg des Unternehmens beitragen können. Das Besondere ist, dass es sehr viele Möglichkeiten zulässt. Es ist also so aufgebaut, dass man Ideen einbringen kann, weiterentwickeln. Was ganz wichtig ist, die Zusammenhänge werden ganz klar aufgezeigt. Man muss immer wieder auf gewisse Situationen reagieren können, sich überlegen, auch längerfristig, welche Auswirkungen hat das Handeln für die Maßnahmen, die wir ergreifen. Also mir gefällt besonders, dass man halt so ein bisschen eine Stresssituation generiert und dadurch ist man halt gezwungen, relativ schnell darauf zu reagieren. Und was wirklich realitätsnah ist, das macht die ganze Sache schon sehr spannend und auch lehrreich. Thank you.